Moin und hallo. Moin und hallo. Moin. Mir ist vielleicht was passiert. Hier mit unserem Kochgeschirr. Fährt seit 7 Jahren bei uns mit. Und ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert. Oder wir. Naja, ja, selten ja. Kocher. Ich habe mir das Bein verbrüht. Aber wie Hölle. Richtig heftig. Damit euch nicht das Gleiche passiert, berichten wir darüber, was eigentlich vorgefallen ist und wieso sich Nora so das Bein verbrüht hat. Mhm. Echt der Knaller. Schaut's euch an. Viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß dabei. Ja. So, jetzt zeige ich euch erstmal gleich meinen Kochgeschirr. Viel Spaß dabei, sagt er. So was hier. Also, das ist unser Kochgeschirr von Ballerini. Ballerini, ich habe es ja eben schon gesagt, 7 Jahre. Wir hatten es uns damals für den Kastenwagen geholt, weil wir Platz brauchten. So, man kann das wunderbar hier die Deckel zurückklappen, ineinander stellen und alles Mögliche machen hier, damit man Platz braucht. Ich habe das hier anklappen und zack, tue ich es hier in meine Schublade. Hier kommen die Töpfe rein. Hier habe ich meine, ihr seht schon, die ist sehr abgenutzt. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, vor allem, du kannst die Töpfe hier ineinander stellen. Ne? Du hast dann in einem Topf gleich drei. Ja, perfekt. Und sie sind toll, sie sind nicht schwer. Die Flüssigkeit, die du in den Topf tust, wird schnell heiß. Also das heißt, der Boden ist auch nicht so dick. Es ist perfekt. Nicht billig. Ich habe gerade gesehen, da habe ich vorher noch mal gegoogelt. Ihr wollt ja immer Preise wissen. Das gehört ja dazu. Was kostet der Spaß? Diese drei Töpfe als Set kosten, im Moment habe ich bei Amazon gesehen, ungefähr 137 Euro. Nicht billig. Das ist Aluminium und dieses Aluminium ist beschichtet. Ist beschichtet in. Wunderbar, toll, kann man. Und mit der Schmorpfanne mache ich alles, da brate ich, da brutzle ich, da backe ich Brötchen auf und so weiter und so fort. Und ab und zu kochen wir auch uns mal zum Frühstück ein Ei. Ja, so. Oder Nudeln. Oder Nudeln. Also nicht zum Frühstück, sondern es geht ja darum, naja, du erzählst es. Wie kann etwas passieren? Leichtsinnig, wie ich war. Und es sollte mal schnell gehen, sonst schicke ich ja immer meinen Mann raus, wenn ich hier beschäftigt bin. So, ich mache mal hier, oh, hier haben wir noch das Brot. Es geht um das Abgießen des Wassers. Es geht um das Abgießen des Wassers. Und das machst du ja auch, wenn du Nudeln kochst oder andere Dinge, ne? Ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier rein. Wollen wir dann rausgehen oder soll ich das hier drin zeigen? Das kannst du hier drin, glaube ich. Das kann ich hier drin zeigen. So, Deckel auf. Ich muss auch nichts reinstecken. So, zum Kochen sitzt der Deckel bei diesen kleinen Töpfchen auch schon nicht so doll, ne? Ihr seht, wie das hin und her rutscht. Es ist wie glatt, wie wirklich, als ob du irgendwie hin und her schlitterst. Der Deckel sitzt nicht fest. Wenn ich jetzt abgießen möchte, ich nehme mal das Handtuch, haben wir es immer so gemacht. Es ging ja gut, hat uns eigentlich die 7 Jahre auch schon ein bisschen geärgert. Ja. Dieses Hin- und Her-Gerutsche. Ja. Und die Eier koche ich nur mal in diesem kleinen Topf. So, dann haben wir immer versucht, das irgendwie zu fixieren. Das ist ja doch ein bisschen eng. Irgendwie zu fixieren. Ich stehe so draußen, ich gehe raus, möchte, wie gesagt, das Wasser abgießen. Mach mir hier so eine kleine Lücke, versuche das zu fixieren und kippe so ab. Gut. Ich habe es in die andere Richtung, glaube ich, gemacht. Ich weiß das schon. Es ist jetzt eine Woche her, genau. Und dann so. Und dann ist mir bei diesem Abschütten der Deckel verrutscht. Ich habe mich erschreckt. Hatte ein Bein vorne stehen. So, ist mir der Topf hoch. Kochendes Wasser rüber. Und dann mir auf das Bein. Da. Sieht schlimmer aus, als es ist. Ich denke, ich habe Glück gehabt. Oh, nicht so nah. Nicht erschrecken. Ich habe Glück gehabt. Aber es ist doch sehr schmerzhaft. Ja, du bist damit ja schon eine Woche am Gange. Jetzt eine Woche, genau. Und wir wollen darauf aufmerksam machen. Wir finden auch dieses Kochgeschirr sehr teuer. Ich kann es auch noch mal demonstrieren bei diesem Topf. Komischerweise, das ist die mittlere Größe. Aber es rutscht auch. Es rutscht, sobald du das aufmachst. Du kannst den Deckel zum Abgießen nicht richtig fixieren. Und da ist auch keine Ausgießkante oder irgendwas, dass du die Töpfe vernünftig abgießen kannst. Ja, ne? Hier,
Das rutscht dir weg, wenn du nicht aufpasst. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich wollte eigentlich jetzt wechseln. Sie sind abgenutzt, sie sind innen drin so ein bisschen angeschabt und ihr seht es auch hier schon sehr verblichen bei dem Kochtopf, die Griffe und ich weiß jetzt gar nicht weiter. So, ein Grund auch, warum wir dieses Video machen, wer kann uns einen Tipp geben, jetzt ist es ja kalt, ich kann den Deckel anfassen und kann ihn festhalten, aber das ist doch der Hammer. Laura, ich habe dann ja hier oben, wenn ich das gemacht habe, habe ich hier oben Handtuch reingemacht, ne? Ja. Ich kann das jetzt schlecht mit einer Hand machen. Ja. Und dann habe ich rechts und links festgehalten. Mhm. Und dann habe ich abgegossen. Mhm. Und dann ist das Handtuch nass geworden. Ja. Und dann habe ich mir die Finger verbrannt. Verbrannt ist zu viel, ja. Aber ne, dann wurde es halt heiß, ne, an den Fingern. Ja. Und da habe ich es wieder nicht hingekriegt. Dann läuft das Wasser durch dieses Loch. Dann hat sich Nora immer schlapp gelacht, warum ich so lange brauche, um mal ein paar Eier abzugießen. Ja? Ja, und vor allen Dingen, wenn du es durch das Loch machst, bleibt noch Wasser drin. Ja. Also ich weiß auch nicht. Wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen mal einen Tipp, welche Töpfe ihr benutzt und mit welchen Topfsets ihr zufrieden seid und was gut funktioniert. Ja. Natürlich sollen die stapelbar sein, ne? Ja, wenig bitte. Platz wegnehmen. Ja, bitte. Und man soll auch vernünftig damit kochen können. Ja, wie gesagt, ihr seht ja, wie wir das machen. Ich packe das jetzt mal weg. Ich mache immer den, warte mal, welchen Deckel? Den Deckel packe ich ins Handtuch, weil der passt jetzt nicht noch drauf. Den tue ich hier in meine Schmorpfanne. Und dann nehme ich den großen Deckel, packe den hier drauf. Hier, auch gerutscht alles. Ja, das ist... Und jetzt ist das passiert. Also das ist wirklich ein Grund, dass... Ich bin eigentlich ein bisschen traurig. Es ist so ein tolles Topfset und wir haben das so ewig lange. Ne? Ja. Wenn diese Kanten mit dem Deckel, wenn das nicht alles besser funktionieren würde, ne? Ja. Dann würden wir es wieder kaufen. Das wollte ich sagen. Der Satz war ja noch gar nicht zu Ende. Ja. Also wir wollten es echt wieder kaufen, bestellen und bupp, hast du dich verbrüht, Nora. Mhm. Shit happens, ne? Mhm. Wir setzen uns mal hin und dann kann ich noch kurz was erzählen, weil ich habe wirklich Glück gehabt. Das ist jetzt eine Woche her und habe die richtigen Maßnahmen ergriffen. Erzählen wir euch. So, dazu muss ich was zeigen. Wo habe ich denn das eine? Das ist das, das zeige ich noch nicht. Und das andere. So, und jetzt wird es uns hier. Maßnahmen. Wenn euch so etwas passiert, verbrühen. Da gibt es ja einen Unterschied, verbrühen oder verbrennen. Bei mir war das also nur eine Blase, die aber von Anfang an gleich auf war. Ich hatte ja eine Jeanshose an, die hat vielleicht auch ein bisschen geschützt. Keine Ahnung. Ich habe als erstes lauwarmes Wasser. Lauwarmes Wasser. Man soll ja nicht kaltes Wasser nehmen. Erklären kann ich es nicht. Ich bin keine Medizinerin oder arbeite ja nicht in einem medizinischen Beruf. Dann bin ich sofort in die Apotheke. Du bist also zur Apotheke gegangen? Sofort zur Apotheke. Wir wollten ja sowieso gerade aufbrechen. Also wie gesagt, mit dem lauwarmen Wasser, das war richtig. Und die hat mir dieses Medigel, Wund- und Heilgel, gegeben und beschrieben, dass es da neue Erkenntnisse gibt, die Wunde feucht zu halten und immer abzudecken. Das heißt, immer schön dick dieses Medigel drauf und dann ab und zu natürlich immer wechseln und das mehrmals täglich. Ist ja eine Packungsbeilage darauf. Ich habe mich aber nach 2 Tagen unwohl gefühlt damit und habe dann doch die frische Luft an meine Wunde gelassen. Ich habe Turnschuhe angezogen, kleine Söckchen und dass da Luft die Jeans hochgekrempelt und habe das trotzdem auch drauf gemacht und das war gut. Das war am besten, muss ich ehrlich sagen. So und jetzt juckt es wie verrückt, ist ja ein gutes Zeichen, ist jetzt eine Woche her. Ich habe wirklich Glück gehabt. So, und dann habe ich, was ich immer in meiner Bordapotheke habe, das ist Hametum, Wund- und Heilsalbe. Das kenne ich noch von klein, das ist jetzt, also kenne ich jetzt fast 60 Jahre im Endeffekt von meiner Mutti. Die hatte immer diese Hametum-Salbe, das ist eine... Ja, warte mal, wo steht's denn? Wund- und Heilsalbe. Ja. Dünn auftragen. Das ist der Unterschied zu hier. Jetzt, das mache ich jetzt. Damit es ein bisschen geschmeidig ist. Ich will den Schorf ja nicht abhuden. Ja, das mache ich hier mal. Hör auf. Ist gar nicht gut.
hemmt Entzündungen, stillt kleinere Blutungen und ist rein pflanzlich. Natürlich immer aufpassen, wer allergisch ist. Hammamelis. Da ist die Hammamelis-Pflanze drin. So, okay. Und es sieht gut aus. Also ich muss ehrlich gestehen, es ist diese Töpfe... Ja. Sind eigentlich eine Katastrophe. Gut, man könnte sagen, wenn man Nudeln kocht, ich bin ja immer noch am Überlegen, weil ich sie wirklich gut finde, außer diese Deckelgeschichte, könnte man auch ein Sieb, wir haben nie ein Sieb mit dabei, man könnte, ne, einer hält das ja. Sieb, der andere schüttet die Nudeln rein, ja, das geht auch. Und mit den Eiern, okay, könnte man mit einem Esslöffel rausnehmen, die Eier irgendwo hinlegen und dann das Wasser wegschütten. Also da gibt es ja Möglichkeiten, aber trotzdem wäre ich, ja. Wir haben es ja immer so gemacht, dass wir das Wasser außerhalb vom Fahrzeug abgießen, ne? Und nicht in dieses Leitungssystem, weil das ja total heiß ist. Ja. Und da hatte ich immer Bedenken, wie das mit den Steckverbindungen und so weiter, wie das einfach mit dem Abwasserschlauchsystem, dass wir das nicht überhitzen. Mhm. Ne? Und deshalb haben wir es immer draußen abgegossen. Und dann noch, wenn du dann noch anfängst, ein Sieb mitzunehmen und so weiter, natürlich, das Sieb wäre ganz einfach, stimmt. Wir haben uns früher nie Gedanken gemacht, dass man jetzt erst eigentlich durch diese Geschichte, dass man, wie gesagt, auch einen Esslöffel oder Suppenlöffel nehmen könnte, die Eier vorher raus und dann einfach das Wasser weggibt. Ja. Auf die Idee sind wir vorher gar nicht gekommen. Wir wären sehr dankbar für Tipps von euch, Erfahrungen, nicht nur für uns, auch für alle, die den Film schauen und sich die Kommentare durchlesen. Also das wäre schon super. Ich habe ja auch schon mal gegoogelt, aber bis jetzt... Ich habe ja keine Erfahrung. Wir hatten früher, haben wir in unseren großen Fahrzeugen immer dieses normale Kochgeschirr von zu Hause mitgenommen. Da mussten wir ja nicht auf Platz achten. Ja. Und auch nicht auf Gewicht. Und nicht auf Gewicht. Mhm. Also heute keine Kaufempfehlung. Die Entscheidung müsst ihr selber treffen. Und dieses ganze Zubehör, Camperkram bekommt ihr ja sowieso auf den einschlägigen Plattformen oder bei eurem Händler des Vertrauens. Oh. Deshalb keine Links. Keine Kaufempfehlung. Nein. Ja. Ja. Das ist gut. Ach so, das ist ja noch in Bayern passiert. Ja. In Bayern passiert. Und dann fragte mich, Wandern war erstmal vorbei. Das fand ich ein bisschen schade. Da war ich traurig, weil das war schon schön. Und Bärtel hat mich gefragt, wo möchtest du hin? Oh, fand ich das schön. Und da habe ich gesagt, an den Strand. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Wo sind wir denn? Am Strand. Gleich an den Strand. Geht gleich an den Strand. Oh, das fand ich gut. Obwohl Autofahren ging bei mir dann auch. Ich bin auch ein bisschen gefahren. geht ja nicht. Nee, jetzt sind wir doch wieder am Strand. Alles gut. Wobei, wir kommen wieder. Wir kommen wieder nach Bayern. Nach Bayern. Auf jeden Fall. Ja, ich möchte aber noch mal so ein bisschen die Pässe da hoch. Ja. Das war ja die erste Testfahrt jetzt. Ja. Ne? Oh, das war schön. Und der Main, der gefällt mir auch. Ja. Da gibt es so tolle Plätze. Ja. Echt, echt der Knaller. Gut. In diesem Sinne. Passt auf euch auf. Und im Voraus danke für eure Tipps. Genau, danke, danke. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss. Weißt du was, du kannst ja noch so froh sein, dass wir jetzt nicht Hochsommer haben. Ne? Ja, wenn das mit heiß so einer... draußen wäre oder so richtig brütende Hitze, dann würde es hat nicht gepuckert, gar nichts. Ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe ja keine Ahnung, wie viele Hautschichten, da gibt es ja verschiedene Brandgrade, glaube ich, Brand, erst und zweit. Gott. Oder brüht, es ist ja verbrüht. Ja. Glück gehabt. No. Ach so, hier, ne? Seht ihr das? Das ist... Ja, Nora hat ein Händchen für solche. Ja gut, das ist alt. Als wir noch ein Haus hatten, hier, Backofen. schnell rausnehmen. Ja. Und das ist mir hier auch, nicht in diesem Wohnmobil, passiert morgens beim Aufbrühen. Auch verbrüht. Ja. Also das war eine lange Geschichte, weil es hier am Daumen ist. Beim Tee ein oder heiß Wasser in die Teekanne. Ja. Wir nehmen Ostfriesentee in den Teebeutel gefüllt. Schön in die Kanne rein und dann halte ich das immer oben so schön fest. Teekanne, von rechts kommt der Teekessel mit dem heißen Wasser drüber, abgerutscht und hier rüber. Ja. Das war auch nicht schlecht. Und mit Messern, das ist ja auch immer viel Spaß, mit Schneiden.
Okay, das ist ein anderes Thema. Also Unfälle, das sind nicht nur Unfälle wie mit, ne, es geht ja, man stößt sich ja Ellbogen, Köpfe, ich habe keine Ahnung, was im Busse. Oder man rutscht auch mal die Treppe runter, wenn man Socken anhat, wie da hinten zum Bett. Also Unfälle im Wohnmobil, oh, da gibt's, hier, er, ne, das war im Alkoven. Komm, jetzt mal Ruhe hier. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, ne? Oh, Kinders, also da gibt's Geschichten. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Bis die Tage. Du erzählst ja wieder Geschichten, Mensch. Naja. So peinlich.